Greta, ich will dich fragen, ob du meine Frau sein willst. Hallo, Jungs. Hey, schön. Beeindruckend. Ey, zeig mal. Einen Moment, warte mal. Irgendwo wird das schon ein Diamant sein. Hä? Oder spiegelt sich nur das Licht? Du bist unmöglich. Paolo ist Busfahrer. Er hat ein Jahr lang dafür gespart. War nur ein Scherz, Süße. Ein wunderschöner Ring. Und ich freue mich, dass du so verliebt bist. Warum ist er nur so? Er ist Franzose. Die glauben, sie hätten die Liebe erfunden. Ist das Ganze in so einer Art Eurokino? Bisschen schon, ne? Also Euro mit Ami, jetzt geht's ja richtig los. Jetzt wird's langsam global. Also klar, ist das so ein bisschen so. Ich meine, wir haben eine deutsche Produktion und einen amerikanischen Regisseur. Natürlich ist das irgendwie, und Schauspieler aus ganz Europa. Also es ist natürlich schon ein internationales Gewürfel so ein bisschen. Aber es macht hier von der Geschichte her irgendwo ja auch Sinn. Und es ist ja auch repräsentativ so für Europa. Also diese Erasmus-Situation. Paris ist ja, muss man ja auch, sag mal, in sich sicher sein als Persönlichkeit, wenn man in Paris einen Tag ohne Nervenzusammenbruch überleben möchte, weil ja doch dass der Umgang so öffentlich sehr, sehr anstrengend ist, finde ich. Und das ist dann herrlich, mit dem man wie Vincenzo da irgendwie Zeit zu verbringen und so. Also insofern war das eine total schöne Zeit und wir hatten da wirklich eine bunte Zeit, ja. Ich mache mir Sorgen um dich und Paolo, Süße. Ach ja? Wieso? Weil Männer Frauen bevorzugen, die, wie formuliere ich das, französischer sind. Nein, François, du bevorzugst Frauen, die französischer sind. Und die oui, mon amour, sagen oui, oui, oui. Und die ihren Arm um dich legen, wohin du auch gehst. Und die an deinen Lippen hängen und zu dir sagen, was immer du willst, Chérie, sag es mir einfach. Hm? Ich denke, es ist auch ein bisschen ein deutsches Genre, diese Filme. Ich kann mich erinnern, in den 50er, 60er Jahren, das nicht als Nachteil. Da gab es ja die genialen Sachen von Kurt Hoffmann und so. Ne? Mhm. Ja, wie ist denn das als Schauspieler? Da ist für solche Sachen natürlich auch, weil du musst dich nicht so sehr in einen Charakter einfühlen, sondern auch mehr Handwerk abliefern, ist das richtig? Also es ist eine Mischung eben. Das finde ich schon spannend daran und das ist auch wirklich das Schwere daran. Und das gelingt eben nicht immer so, diese Mischung zwischen einem wirklich handwerklich gesetzten, also wirklich sehr timingbezogenen Spiel, der Dramaturgie auch innerhalb einer Szene, den Beats sozusagen und der Emotionalität. Und das ist was ich, wenn das klappt, fantastisch finde, dann ist das so ungefähr mein Lieblingsgenre. Und manchmal klappt es halt auch nicht und manchmal so, das ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Und aber da haben wir auf jeden Fall auch natürlich viel Arbeit reingesteckt und so. Und das muss jetzt jeder für sich entscheiden, wie er dazu findet. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich dann in solchen Filmen halt natürlich auch wahnsinnig drauf achte. Auch und ich verlasse für mich dann die Position des Schauspielers auch ein bisschen teilweise, weil ich mit drauf gucke, finde ich das lustig, finde ich die Szene in sich lustig und so. Und je nach Film kann man sich da einbringen und manchmal ist es auch nicht erwünscht und manchmal ist es auch nicht erwünscht und ich drücke es trotzdem durch. Nein, nein, nein. Was ist, wenn es ein Notfall ist? Was? Nein, nein, was? Pronto? Papa, Mama hat die ganze Nacht geweint. Sie wollte nicht aufhören. Kannst du uns helfen? Ich komm gleich vorbei. Du kommst gleich was? Tut mir leid. Paolo. Verstehst du, dass das ein Notfall ist? Nein, nein, ist dir Paolo, doch klar? Dir ist doch klar, das war nicht genug, dieser Sex. Ich will schon seit über einer Woche richtigen Sex. Gestern hat mich Elke gefragt, wo denn eigentlich? Meine Gedanken sind, weil ich bei der Landung angefangen habe zu klatschen. Du kannst jetzt nicht aufhören. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mit der deutschen Fassung ein bisschen Probleme. Hast du dir deine eigenen Texte selbst ein bisschen zurechtgelegt? Teils, teils. Ich habe schon viel. Also ich bin eben auch sehr, sehr, sehr fuchsig mit Synchronisation. Einfach tatsächlich muss ich sagen, man darf es auch nicht alles über einen Kamm scheren und es gibt ganz tolle Synchronisationen. Ich finde das auch gut, dass es das als Angebot gibt, weil es können eben nicht alle irgendwie Englisch und so. Aber es ist natürlich gerade in der Position, wenn man selber Schauspieler ist oder so Filmemacher ist, immer schwierig, weil es ist natürlich einfach nicht das Original und es geht so viel verloren, gar nicht nur sprachlich, also einfach von der Stimmung her. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Vincenzo spricht im Original und wie der jetzt hier spricht, das sind schon viele Abstriche und natürlich achte ich extrem drauf, wenn wir synchronisieren, dass, also ich mische mich schon ein, ich glaube, sind wir alle ein bisschen genervt, auch bei anderen Rollen, weil natürlich da dann ja nicht die Schauspieler vor Ort sind,
die da wiederum dafür kämpfen, so wie ich für meine Figur kämpfe. Und ich gucke auch immer, wenn ich noch mitkriege, was sagt denn der da? Dann sage ich auch mal, soll der nicht lieber das und das sagen? Ich habe Hunger. Ich auch. Okay, ihr könnt euch was zu essen holen. Ich bin 6 Jahre alt. Ich bin 5, Papa. Papa? Wie Papa? Darf ich reinkommen, Schatz? Ich weiß, es sieht aus, als wäre es genau das, wonach es aussieht. Ach echt? Wonach sieht es denn aus, Paolo? Naja, du weißt schon. Eigentlich nicht. Was denn? Würde es Ihnen was ausmachen, sich was anzuziehen? Ich kann nicht. Wie war das bitte? Ich kann mich nicht anziehen. Mein Arm und mein Bein sind gebrochen. Paolo zieht mich an. Und wie würdest du dich privat in einer solchen Situation verhalten? Ich glaube, ich würde auch erstmal sagen, gut, dann bis hierhin war es das dann. Vielen Dank für Ihre Zeit. War schön. Kann ich empfehlen. Vielleicht jetzt nicht mir nochmal, aber danke jemand anders. Also toi, toi, toi. Und dann müsste man mich schon auch sehr überzeugen.